So. Was soll man jetzt sehen? Am Fenster heute Morgen. Da gut. Mama. Na dann, komm. Dann singen wir jetzt am Fenster heute Morgen, da piepst es ohne Sorge. Ja, die Spatzen und die Meise, ja, was soll das denn heißen? Ja, die Spatzen und die Meise, ja, was soll das denn heißen? Sie haben's mir geflüstert, jetzt weiß ich's ganz genau. Die Ona hat Geburtstag, darum der Radau. Die Ona hat Geburtstag, darum der Radau. Oh, na dann. Jetzt will die Kerze auspusten. Und? 1, 2, 3. Ja. Bravo. Hoppo. Sie kann das doch noch fragen. Und jetzt auspacken. Hey. Na, das wird was. Das ist klar. Nicht. Jetzt muss ich auf den Boden. Nee. Ja, jetzt auf den Boden. Wollt ihr ihr ein bisschen helfen? Ja. Aber ja, versucht es. Genau, guck mal, sie macht schon selber ganz richtig. Sie nimmt sich was geschenkt. Ach so, zack, mach auf. Zeig ihr mal, wo sie auf. Hier, das machst du hier so. Genau. Jetzt. Oh. Ein Duden. Ein Duden. Und jetzt der Fuß. Das ist ein Duden. Ein Megawerk. Jetzt der Fuß. So. Ey. Wie sie sie sagen. Yay. Die Ona guckt sich ganz gerne Bücher an. Dein erstes Buch, dein erster Duden. Hey, niemand packt das aus. Ona packt das aus. Oh, die weiß schon ganz genau. Jetzt, weil sie es von mir gesehen hat. Aber sie findet das Buch auch. Jetzt einen Anfang lassen müssen. Hä? Jetzt einen Anfang lassen müssen. Naja, da drüben lassen. Jetzt guck. Oh. Das ist was süß. Ja, schauen wir mal. Sie kriegt das nicht hin. Weil dann braucht sie Hilfe. Ja, ich will auch auspacken. Wow. So, was machen wir ab? Oh, na, dein Spielzeug. Oh, ist das. Hey, sie wird es auch sehen. Dreh hier mal um. Sie will die Figur nach. Guck, da ist das mal. Ja, das ist das. Oh Mann, kaum kriegst du ein Buch geschenkt, du musst du gleich zur Schule gehen, ne? Steht drauf. Stimmt. Wo? Wo steht Schule? Voll der Schluckspecht. Das war auf alle Fälle Bescherung zum ersten Geburtstag. Jetzt lade ich erstmal den Akku, weil mein Akku hier ist tatsächlich tot. Wir bringen jetzt erstmal die Kiddies weg in die Schule. Loma muss in die Schule. Und dann sind wir gleich wieder da. Jo. Also, die super Bestellung vom BBF ist da. Laufräder haben wir bestellt. Hier muss ich auf jeden Fall noch einen Roller einstellen. Hier ist ja der Kontakt von dem Stecker verrutscht. Also doch? Ja, da hat sich das doch so angefühlt, also. Ja. Und hier, hat's Klima, das? Alter, das Ding ist, Alter, fest. Also, nee, das nochmal. So fest? Mhm, leider. Bei den Dingern. Also vielleicht, wie gesagt, also die eine Seite, die musst du lösen natürlich. Genau, damit du den wieder gerade, ganz vorsichtig, weil da ist ja nur, ja. Obwohl, das ist das Erdungsplättchen, wa? Genau, das ist Erde. Auf dem anderen ist der Dings angelötet. Aber naja, muss ja trotzdem wieder Kontakt haben. Genau. So, Fakt ist hier, BBF, Bestellung kam an, ey, und Laufräder haben wir bestellt, 2 Stück hier. Und ey, die kommen an und sind so. Also ich weiß nicht. Beide. Eine schon eingebaut und dann nach dem Einbauen gesehen, dass das hier krumm und schief ist.
Also das gibt's doch noch nicht. Finde ich persönlich ein Unding, dass man das jetzt hier alles noch erstmal die Ware bezahlt und dann erstmal auszentrieren muss. Klar, das ist jetzt keine teure Felge, kein teures Laufrad, aber das hat ja damit nichts zu tun. Steht auch nicht als Hinweis drin, bitte alles nochmal nachzentrieren. Und die auch, die eiern wie Sau, geht ja nicht. So, jetzt ist aber nicht klappt. Also das muss natürlich unten mal schon mal rein. Musst du dann so reinmassieren. Hier. Ja, dafür habe ich leider noch nicht die Power in den Fingern. Ja. Das ist sowieso alles hier voll locker. Industriell eingespeicht, wa? Klar. Schauen wir uns das nochmal an. Kann doch nicht sein. Und das Lager hier. Das geht auch nicht, ey. Himmels Willen. Müssen wir auch nochmal einstellen. Das geht so nicht. Ja, das ist ein Problem. Das muss ein bisschen aufgemacht werden, weil das ist viel zu fest. Ja, na, jetzt die Kassette nochmal von beiden Seiten. Warte mal jetzt kurz. Ja, das ist tausendmal besser hier. Und die Achse können wir uns so rausbauen, ich glaube. Weil das ist ja ein Standard, siehst du, das ist eine Standardfelge. Bauen wir uns die Achse hier raus. Meinst du die ganze Narbe eben mal komplett ausspeichen und Body? Ja, klar, die Narbe. Dann haben wir Ersatzteillager. Ja. So, das muss jetzt. Das ist eigentlich nie Sinn und Sache, wenn man so ein Ding bestellt, natürlich. So, was haben wir jetzt hier noch? Und dann habe ich heute den nächsten Termin ausgemacht für eine Wohnungsbesichtigung. Da freue ich mich schon wieder drauf. Da gibt es wohl eine schöne Musikanlage zu kaufen. Marlies wird ausflippen. So, na, heute haben wir erstmal Geburtstagsparty. Das ist das A und O. Ach, ich habe bestimmt, ich habe die Money Tour eingebaut. Ah ja. Ja, Money Tour Dämpfer, Money Tour Gabel. Von wegen. Ja, Mann, ich habe diesen. Ja. Das ist ja schon fast genial, das Rad wieder. So genial. Easton Choir. Ja, Mensch. Nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie geil, ey. V-Works billig Rad. Komplett. Schon fast komplett umgebaut mit geilen Teilen. Wir gehen jetzt die Torte abholen. Yay, auf nach Frisang. Ja. Du wärst doch wirklich hart, um eine Torte abzuholen. Ja. Das ist cool. Zum Bäcker Lehmann halt. Wir haben also keine guten Bäcker zu jedem. Nee, hier gibt es keine Bäcker. Das ist halt ein Konditor, weißt du, Bäckerei Lehmann, ja. Was wir vielleicht kennen mittlerweile. Ja. Und ich bin seitdem, die ich aufgemacht habe, seit dem ersten Tag, habe ich da vom Laden gesessen und immer schon Frühstück gegessen. Die haben auch einen Laden auf dem Markt, wa? Genau. Ja, da hole ich mal meine Schuppen. Ja. Weil die sind echt lecker. Die sind zwar ein bisschen teurer als im Supermarkt. Auf alle Fälle, aber die ey, schmecken wenigstens. Die beliefern mit ihren Torten mit KDW. Nicht unter Bäckerei Lehmann, sondern machen sie dann einen Auftrag für Lehmann da.
Und deswegen, also jetzt schon, die sind schon ganz geil. Ist halt so, ist ein bisschen teurer, aber ist halt, ist Tradition, das soll ich sagen. Das ist wie das. Jutti, schönen Dank erstmal und dann bis später. Und wenn Manne kommt, wie gesagt, Tüte stieg da drüben, 30 Euro hat er schon. Auf zum Auto! Geburtstagsmonsi. Wo geht's jetzt? Kuchen abholen. Na, Torte. Ja. Genau, Torte. Ey, hast du Geburtstag gerade? Yeah. Ja, läuft. Bei ihr? Da geht's schon mal rein, Sky. Den Kuchen holen wir ab. Ja. Schauen wir mal. Oh, na, ist doch toll. Ja. Am ersten Geburtstag für Ona. Ona, Ona. Das haben wir schon gleich die Schnittvorgabe. Vorgabe. Ja. Und war hier? Ja. Was wollt ihr? Geld wollt ihr? Ich denke mal. Jetzt bin ich da. Parkplatz gefunden, hey, Gott sei Dank. Mann, ey. Was für ein Akt jedes Mal mit dieser Parkplatzsuche. Ja, was sagt, ist der Schule jetzt fast geschafft. Ja, früh morgens kriegst du halt noch einen Parkplatz. Ja, ja, das nehmen wir reicher. Aber tagsüber. Donnerstag, Freitag, Anu. Und dann nochmal nächste Woche, Dienstag, Mittwoch. Und dann ist fertig. Ja, also vier. Na, du? Vier Tage doch noch. Luki hat schon die Hand gebaut. Anfassen und fangen. Mama, da wird der die fangen. Geh fangen. Geh fangen. Ja, gut. Okay, also hier haben wir diesen wunderschönen Kuchen zum ersten Geburtstag von. Pepperoni. Und. Oh, hier ja. Steht da. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Ona, Happy Birthday to you. Jetzt pust du aus. Jetzt pust du aus. Willst du nicht? Ich mach's. Nein, ich wollte. Bravo. Bravo, Rose. Okay. Very, 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 very. Ich habe gefragt, ob ich pusten darf. Oder ich muss gleich erst mal für Ona geben. Die 1. Was die gelbe Blume? Mhm. Mama, bei dir? Alles. Mama, welche Torte kriege ich? Willst du dann abschneiden? Ich will die rote Blume, die rote ist, Mama. Mama, ich habe die Kerze abgemacht, damit das nicht so. Gib mir jemand bitte an. Oh, jetzt. Leckerste Kuchen, Mama. Manche. Mama. Aber sie nimmt sie im Mund. Ich hab keinen Husten. Ist das mein Stil?
Mama, das ist alles weg. Ich nehme den ganzen Kuchen. Yeah, yeah, yeah. Guten Morgen. Ja, und? Wie fühlt man sich so ein Jahr alt? Nicht älter, sondern ein Jahr alt? Alles gut? Schön. So soll's sein. Akrabam, ja. Mhm. Auch vorhin hat sich mit Skadi gestritten. Ich habe sie in den Kinderwagen gesetzt und bin gelaufen, ne? Und Skadi hat sich vorne immer an diesem Bügel festgehalten vom Kinderwagen. Und Una wollte das aber nicht. Ich habe Skadis Hand. Skadi immer so was abgemacht. Genau, wollte immer Skadis Hand abgemacht und immer so. Und Skadi hat dann gesagt: Du bist so gemein. Oh Mann, ey. Was dann? Dann habe ich ihr erstmal erklärt, dass sie das Drama gemacht hat bei euch. Immer. Dann sag ich, pack doch zu, das darfst du nämlich. Hercules Alabama, zu mir in die Hosentasche. Was? Zu mir in die Hosentasche. Okay. Hercules Alabama, dass ich das erleben darf. Hast du Zwiebeln? Ja. Sehr gut. Wollen wir mal gucken, was hier zu machen ist. Warte mal, Luki. Luki hilft mir heute. Den ganzen Tag. Na, oh, den. Oh. Die Kette ist gesprungen. Die Kette ist gesprungen. So, dafür. Und wenn hier so eine zersprungene Kette hat, ich muss sie mal abschließen. Vom Ladegerät. Ich hoffe nicht, dass es gleich kollabiert. Wenn die Kette hier gerissen ist, die sieht immer noch ganz frisch aus eigentlich. Was ist hier noch? Dann macht man was? Dann zählt man erstmal die Grenze durch. Wie viel Grenze hat man da? Darf ich zählen? Zähl mal. Von hier anfangen? Die Grenze. Das sind Grenze. Oh, hier ist auch kaputt. Ach nee, hier ist ja kaputt. Genau. Ja, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Denn. Auf der Seite? Die schmierigen Hände, also 7. Also nimmt man sich ein 7-fach Kettenschloss, wenn die Kette halt noch gut aussieht. Das ist hier vor 8 and 7 Speed. Da haben wir noch 3 Stück. Ich glaube, wir müssen neu bestellen. Dann drückst du die mal da raus. Ja. Dann hältst du mal. Ich möchte die fest. Nur eins brauchen wir. Na, wir brauchen das, was da drin ist, in der Packung. Die ganze? Beide Seiten, ja. Nicht zusammen machen. Meine Assistentin heute ist Anouk. Sie hilft mir very well. Grease. The Grease Song. Yeah. Das muss ab. So, also. Das defekte Teil hier müssen wir abmachen. Und da blieb was stecken. Also ich nehme jetzt erstmal hier die Kettennietzange. Ja, das ist natürlich nicht, normalerweise nicht. Eigentlich brauche ich meinen Kettennieter. Ich brauche meinen Kettennieter. Nein. Keine Ahnung, wo ist der? Vielleicht hat ihn Achim noch in seinen Hosentaschen. Das wäre doof. Okay. Dann drück erstmal das defekte Glied raus. Weg ist es. So, den Kettennieter suchen wir nachher. Jetzt brauchen wir die beiden Teile. Ich habe sie hier. Darf ich die ranmachen? Ja, kannst du machen. Das ist kein Problem. Aber schalte erstmal. Kommst du gar nicht ran, wa? Wo? Da. Da war ich auch angekommen. Niemals, ohne Kraft, ey. Hey, ich habe Kraft. So. Okay. Jetzt legen wir die Kette hier gerade rauf. Lass mal. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Der läuft nicht so bescheiden. Vielleicht, weil da was gebrochen ist. Da? Nee, das läuft hier nicht gut durch Schalter durch. Ja, die Kette muss natürlich vernünftig durch Schalter laufen. Also muss man sie wieder so einfädeln, dass sie vernünftig läuft. Oder Öl. Geht auf Öl. Ja, die ist fettig genug hier. Vielleicht sogar zu. Leider wissen auch manche nicht, dass es manchmal auch doof ist, zu viel Fett drauf zu haben. Schalt mal bitte, da kommst du nicht ran, wa? Mann, doch! Ich komme ran! So, jetzt brauche ich hier meine Assistentin. Du musst hier das eine von der Seite richtig rein. Das andere von der anderen Seite, auf der anderen Seite. Aber von hier. Genau, aber von hinten. Dann fügt man beide zusammen. Und jetzt sieht man ja, die sind noch nicht richtig, ne? Die sind noch nicht richtig zusammen. Bis es Klick macht. Das war's. Und jetzt müssen wir die Kette einfädeln. Jetzt muss die Kette aufgelegt werden. Darf ich das machen? Ist ja schon erledigt. Oh nein. Aber Moment mal, Moment mal. Was haben wir denn hier? Das ist denn, läuft nicht. Was ist denn da los? Vielleicht ist das locker. Der Freilaufkörper ist kaputt, auch noch. Na toll, ey. Mal funktioniert's, mal nicht. Das ist ja kein Wunder. So, jetzt funktioniert's. Manchmal tritt er ins Freie. Okay, dann brauchen wir jetzt WD-40, was man sonst nicht macht, sprühen wir hier rein. Weil diese Freilaufkörperschwäche, wissen wir ja, hatten wir schon, Freilaufkörperdefekt und so. WD-40, meine Assistentin hatte, nee, das mache ich jetzt hier in dem Fall. Hat mir das mal gereicht. Wieder nach hinten drehen? Ist fast leer, oder? Nee. Ich hab da. Schleift. Das ist kaputt. Das hört sich furchtbar an. Wir haben mit einem strengen Fahrer zu tun. Da, hakt's. Jetzt geht's nicht mehr. Na jetzt? Okay, wir müssen ein neues Triebwerk. Der Kollege braucht definitiv ein neues Ritzelpaket hinten. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an, ne. Oh Gott, liebe Leute, ey. Tot hier, dieses Teil. Okay, das Rad ist. Ritzelpaket. Diese Kassette, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siebenfach Kassette. Hab ich doch gesagt. Bräuchte, ja, neu. Jetzt klemmt's. Okay. Haben wir siebenfach? Nützt ihm leider nicht, weil dann wäre es tatsächlich auch die Kette. Wenn er das tauscht, ist die Kette, wird auch nicht passen, obwohl die recht frisch aussieht. Vielleicht passt die Kette sogar, aber vorne könnte dann auch ein Problem sein. Und es fehlt Luft. Müssen wir mal schauen. Luft fehlt auch noch, ja, gut erkannt. Hier auch. Was soll man sagen, das Rad braucht einfach Pflege, ne? Okay. Fakt ist... Wir haben kein siebenfaches Ding. Doch, haben wir. Ach so. Aber war jetzt nicht der Auftrag. Er hat ja bei 8 Euro, das war doch schon allermeist, jetzt 8 Euro zu bezahlen für diese Kettenschlossgeschichte. Und alles andere kommt für ihn wahrscheinlich nicht in Frage. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so und gucken mal, was er sagt später. In einer halben Stunde ist er wieder da. Okay, wir haben draußen jetzt auch einen Auftrag. Wir mal gucken, draußen mit Lastenrad. Welche Farbe? Lastenrad. Okay, diese Farbe. Was brauchen wir dafür Werkzeug? Weißt du schon? Ausbildung. 15er. Ja, und? Für den Bremsanker auch noch was?
15 ist schon richtig. Das ist die richtige Antwort. Und für den Bremsanker vermutlich, ich nehme mal mit 2 Zehner. Kreuz. Vierer aber auch. Fünfer hätte ich wohl ja nicht genommen. So, erstmal legen wir uns das Werkzeug hier ordentlich hin. Mhm. Okay. Ja, das ist das ganze Werkzeug. Das mal so hin, nebeneinander. Ja, guck ordentlich. Sehr schön. Also 15er. Für das da. Mhm. Ich guck mal, was damit wir das Hinterrad aufpuffen können. Moin. Oh, Mama. Ja, Mama, komm. Papa? Okay. Auf der anderen Seite auch abschrauben? Was hat denn hat sich ein Nagel eingefahren, eine Schraube eingefahren. Den Nagel, eine Schraube. Als ich gerade hier zu. Anrichte, genau. Als ich gerade Ona holen wollte. Perfekt, ey, man. Siehst du, das ist ja kräftig. Ja. Da lagen die beiden im Bett an. Quatsch. Ich krieg den nicht raus. Ja, der Bremsanker ist noch fest, deswegen kriegst du den nicht raus. Der Bremsanker ist noch fest. Ah, deswegen. Genau. Don't forget the Bremsanker. Ich war gestern mit meinem blauen Rad da. Das ist, glaube ich, das Tretlager. Tretlager, genau. Ja. Ja. Haben wir gemacht. Ja, haben wir gemacht, der Tretlager. Das ging ja schnell, Mensch. Nö, ich hab abends noch Bock gehabt. Das ist die richtige Arbeitseinstellung. Ja, irgendwie habe ich gedacht, ach scheiße, komm, mach's ja noch schnell. Ja, jetzt war es ein bisschen später angerufen. Ist auch noch pünktlich fertig geworden. Das alles beiseite packen hier, guck mal, die ganzen Teile. Das. Kannst du hier liegen lassen, brauchen wir das mal wieder. Und dann, zack, da ist es schon. Okay, Anouk, komm mal rüber hier auf die Seite. Ganz wichtig, das ist das, was Achim überhaupt nicht leiden kann an diesen Schaltungen, ist dieser wunderschöne Zug hier, der da. Der muss ja ausgehangen werden, ansonsten können wir das Hinterrad ja nicht rausnehmen. Mhm. Das ist klar, man kann die Kette runternehmen, aber einen Zug muss man auch aushängen. Kette nehmen wir runter, das ist klar. Ne? Mhm. Runter und hängen wir da rüber. Mhm. Dann sehen die Hände schon mal so aus. Das ist archifettet hier, meine Güte. Papa. Lappen brauchen wir auch gleich. Also. Du hältst hier fest, du ziehst hier dran. So ein Kabel. Ist hier dran? Hast du gesehen? Ja. Zack. Dann raus, rum, raus. Mhm. Zug ist raus, jetzt kannst du das Hinterrad rausnehmen. Nach hinten. Ja, jetzt kommt die Pelle runter. Pelle. Ups. Dann machen wir gleich nochmal alles ein bisschen sauber. Und meine Pfoten hoch. Das kommt raus. Und gleich da hinten über die Rikscha gegangen, über den Sattel von der Rikscha. Ich wollte mal fragen, ob ihr A. Also ob ihr entweder WD-40 so zu verkaufen habt oder ob ich mir mal die Dose für 1 Euro kurz ausleihen kann, um mein Fahrrad ein bisschen... Was willst du damit machen? Ich glaube, die Vorderrad, das macht komische Geräusche. Das Gefühl, dass da irgendein Kugellager oder so... Ja, okay, WD-40 ist keine Lösung. Das ist halt nur eine Lösung. Der Schmied ist überhaupt nicht. Ja. Klappern, knattern. Die einzige Lösung, Vorderrad macht komische Geräusche, ausbauen, Lager öffnen, angucken und meistens wegwerfen. Oder eben neueren machen oder eben schmieren, Kronen wieder einstellen. Jetzt mal kurz probieren und dann. Da vielleicht jetzt. Naja, meist, also wenn du jetzt sagst, dann mach schon die Geräusche.
bisschen so anmacht. Wir brauchen einen 24er Schlauch, Anouk. Was? Einen 24er Schlauch. Magst du mir den holen? Was ist da drauf? Eine 24. Okay, da steht auch. Die Schaltung? Nein, nur bei denen, die eine Nabenschaltung haben. Okay. Oh. Gibt es das auch bei Mamas Rad? Bei Mamas Lastenratte? Ja, die ist Lastenratte. Die Lastenratte. Das ist nicht schlecht. Lastenratte. Lastenrattenrad. So. Okay, und jetzt das ganze verkehrt rum hier, das, was Achim so liebt. Also, Hinterrad hier reinstellen. Zack. Ich meine, wenn es auf dem Boden steht, so wie so ein Lastenrad, das ist das ja okay. Das Kabel willst du machen? Ja. Du drehst das erstmal so rum. Der Zug muss innen sein. Du siehst ja, es gibt einen Innen und einen Außen. Außenseite, der Zug nach innen. Dann kommt der Zug da rein. Damit es fest ist. Willst du machen? Ja. Mit Gefühl oder Kabel? Mit Gefühl. Warte mal. Genau, wenn du drehst, guck mal, siehst du ja eine Seite, guck mal, guck dir mal an. Die eine Seite hier ist abgeflacht, da und da. Das muss da so zwischen. Guck mal, ich zeig dir das einmal kurz, zack. Ah, okay. Ich zeig's dir einmal. Dann drehst du rum, da muss es laufen, da drüber, hier an der Nase vorbei, da. Okay. Und dann drehst du weiter und weiter und weiter und machst das Kabel. Hängst es hier, indem du spannst, ein, okay? Mhm. Also jetzt nochmal du. Die runde Seite muss hier rein. Dann dreht man so. Richtig, genau, man hängt es dahinter. Wunderbar. So. Weiter, weiter. Das ist jetzt ein bisschen Kraft. Brauchst du ein bisschen Kraft für. Und das musst du jetzt ziehen. Zieh! Wieso? Zieh! Ich halte es mal fest und du ziehst. Ja, und da rein. Und loslassen. Perfekt. Und dann nimmt man das Käppchen hier. Ruf. Käppchen drauf. Gut. Gut. Und jetzt brauchen wir die Pumpe. Nee. Oh, erstmal bauen wir ein. Ziehen wir das Ganze hier an. Sollen wir die Körbe wegnehmen? Nee, noch nicht. Setzen die Kette drauf. Wie hell du es gerade reingemacht hast, fällt mir das runter. Soll ich auch schon machen? Mhm. Okay. Nuki hat schon gespannt ordentlich bei sich. Schon richtig fest, oder? Machst du es wieder locker? Naja, ist nicht gerade. Ich muss ja immer von meiner Seite ausführen. So. Aber es war schon fest, oder? Na, auf alle Fälle. So, was brauchen wir dafür? Jetzt steckst du das wieder rein. Nein, hier durch erstmal. Das hier, dann kommt diese Platte. Na. Das hier hin. Gerade ansetzen, gerade ansetzen. Ja, genau, siehst du. Zehner. Mit dem Zehner hältst du hinten. Und mit dem Vierer, den du schon hast, glaube ich, schraubst du. Vierer? Ne, den habe ich. Ah. Ja. Das ist nicht der Zehner, das ist der Zehner. Das ist auch ein Zehner hier. Das ist der Zehner mit drüber. Jetzt
Jep, ist fest. Das glaube ich dir so, ja. Dann brauchen wir jetzt eine Pumpe. Okay, ich hole sie. Mal los. Ich gehe mir unten im Keller die Hände waschen und das Gewicht. Ich auch. Ich nehme das Werkzeug mit. Und fertig ist es. Ja, deine erste Lastenradreparatur. Super. Yay. Eigentlich funktioniert es ja. Nein! Du hast gesagt, du musst alles weg. Ja, wenn ich es behalte, dann müsste alles weg. Aber. Behalte es. Für mich. Wieso? Keine Ahnung. Du hast ein richtig geiles Rad. Dass ich noch aufbauen muss, oder? Nein, naja, das auch noch. Und du hast noch eben ein richtig, richtig geiles. Was mit dem toten Kopf? Na, tauge nichts. Na, du tu nicht gut. Wie geht's? Geht so. Ah, hast du denn... Oh, ist das deine Tochter? Ist das... Warte mal. Der Eskimo, du hast den Eskimo-Namen. Genau. Was? Genau. Jetzt aber, ich hab deinen Eskimo-Namen vergessen. Ah, was war denn nochmal dein Eskimo-Name? Der Bär. Ja, als ob ich Eskimo-Sprache sprechen würde. Lum! Nee. Was? So. Das war das Licht. Ja, na endlich. Latein. Ja. Latein kann er. Eskimo nicht. Nee, du Latein. Ich erzähle dir jetzt nicht, das wäre pädagogisch nicht vorteilhaft, wenn ich dir erzähle, wie ich Latein überlebt habe. Anouk! 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 Super. Sag mal, ich schleim hier so rum. Ich schleim hier so rum? Ja, ich schleim immer rum. Ja. Ich will ja was. Ja, toll. Ja, so sieht's aus. Und ich geh mal hoch kurz, ja? Okay. Ich bin gleich wieder. Außerdem auf die Fresse, ja, wenn ne? Ja, sie kommt jetzt. Die schiebt mir hier durchs Gitter gleich. Macaroni, Spaghetti. Ja, was brauchst du? Was willst du? Also, ich suche eine Blechschere, eine gerade Blechschere. Wenn du die jetzt hier hinlegst, dann zeig mal, dann schreibe ich hier rüber Werkzeugausgabe. Also, die ist zwar gerade, ja, von der Scheibe. Aber wie lange kannst du die entbehren? Dann komme ich lieber vielleicht, dann, wenn ich es wirklich machen will. Wieso, was willst du denn machen? Naja, ich hab's ja hier. Erstmal muss ich was für meine Koffeinversorgung tun. Naja, dann mach das. Ja, kommt bestimmt mal was. Ich hab bestimmt irgendwo was, in irgendeiner Kiste. Aber ich muss mal sehen, ich hab ja die Kisten jetzt nicht alle hier. Das eilt bei mir auch gar nicht, wenn du mal wieder... Also so normale Fernleser habe ich bestimmt was da. Und muss ja auch nicht Zeiss sein wahrscheinlich, wa? Nö, soll jetzt nicht... Also es soll... Weiß ich nicht. Weißt du, ich bin kein Jäger, ne? Also und im Zweifelsfall wird es einem doch wieder... Gesagt. Warte mal, ich hab ein schönes, ja, aber klein ist es nicht. Ein schönes Fernseher, das hab ich da. So, ja, hab ich so jetzt, glaube ich, fast... Griffbereit. Na, schön, ja, aber relativ schön lackiert oder? Geiler Zustand. Das ist schön. Geniale Optik. Einfach schön. Und schöner Preis auch oder nicht? 30 Euro. Was? 30 Euro. Schöner. 30 Euro. Schöner Preis halt. Ja. Naja, du, ey, ich meine, was? Ja, ich dachte so ehrlich gesagt an 20 für ein Glas irgendwie. Ich weiß, die sind teuer. Bist du hoch, Bad, aber. Denn nicht Japan, sondern China und denn nicht Russland, sondern. Was weiß ich. Ja, wollen wir so machen, wenn du. Ich muss mal gucken, was ich habe. Genau, wenn du dran vorbeikommst. Genau. Dann legst du es irgendwie beiseite und dann komme ich einfach mal wieder. So, und jetzt kommen hier deine ganzen Fans. Oh, lass mich wieder an alleine. Ja, wie auch immer. Naja. Hab schon verstanden. Ja, ja. Papa, ich komme wieder. Der Papa hat ausgedient. Nein, ich komme wieder. Ja, ist ja alles gut. Mach mal, du. Tschüss. Hab dich lieb. Ich dich auch. Aber ich bin so ungern alleine. Da fühle ich mich nicht wohl.
Zack. Sehr schön. Okay. So zentriert ist es. Was jetzt noch absolut stört oder was mich immer absolut stört bei so Dingern ist hier die Dinger, weil die sind total eingerissen, die sehen hässlich aus. Das ist doch wirklich der letzte Husten. Würde ich rausbauen. Mache ich auch noch schnell. Danach muss ich die Bremse wahrscheinlich normal einstellen, aber das ist sowieso überfällig hier mit der Bremse. Also, ist auch noch ein Schraubkranz, also dolle Qualität ist hier auf die Laufräder nicht gerichtet worden. Muss ich sagen, also billigste Ausstattung. Ne? Optik okay, aber Technik mau. Wenn das Schaltwerk gut eingestellt ist, dann könnt ihr euch das eh sparen, diese Teil. Ihr werdet keinen Profi finden, der irgendwie so ein Ding dran hat. Speichenschutz. Weg mit dem Quark. Einmal drüber wischen, Fett drauf und wieder ran. Hier ist auch kein Fett drauf. Wie fahren ist er ja noch nicht. Weil ich gerade einen Schaltwerk dran mache hier, kommt ja auch ein anderer Kranz wieder ran. Perfekt. Gut, okay. Das war's. Das ist wie jedes Mal, wenn ich irgendwie alleine bin. Ich hab den Eindruck, der Mittwoch ist echt so ein toter Tag irgendwie. Ich hab wieder Zeit, meine eigenen Räder zu schrauben. Bis jetzt hatte ich einen einzigen Auftrag, einen Schlauchwechsel. Davon kann man natürlich nicht leben. Ich hab hier ein paar Kinderräder am Start. Habt ihr ja gesehen.
die versuche ich dann auch fit zu machen hier, so wie das jetzt zu verkaufen, den Teig angekauft. Checken und dann weg. Licht läuft, guter Punkt ist. Okay. Klingeln, Bremse. Schaltung. Ständer. Fertig. Yay, was gibt es jetzt hier zu machen? Schaut mal. Zack, zack. Das ist natürlich nicht so schön. Und die Ständer da oben im Arsch. Okay, also hier haben wir. Komm mit. Also hier haben wir ein absolut wackelndes Hinterrad. Lager wahrscheinlich völlig tot. Er meint, er schwört drauf. Stein und Bein, das ist vorhin erst passiert. Normalerweise passiert sowas, wenn man schon lange damit fährt eigentlich. Also so extrem. Na, bin ich mal gespannt. Packen wir jetzt aus? Packen wir aus. Bauen wir aus. Auspacken ist auch gut. Bauen wir aus, schauen uns an. Aber vermutlich bräuchte er ein neues Hinterrad. Oder die Achse fällt in zwei Teilen auseinander jetzt. Das ist eigentlich, wenn es ad hoc passiert, eh der Fall. So, jetzt schraube ich erstmal hier diesen Kranz ab, damit ich hier an diese Kontergeschichten rankomme. So, haben wir. Jetzt machen wir erstmal den Dreck hier außen weg. Wegbürsten. Ja, das ist eine ganz einfache Nummer hier, das Hinterrad. Zwei 15er. Yay, in alle Murmeln noch drin. Glück gehabt. Auf der Seite ja, im Kugelkäfig. Und auf der Seite auch. Alles super. Guck mal hier. Ja, ist ruhig, total ruhig die Straße. Heute oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Also naja, ich meine, gibt mal einen Tag oder so, der ist richtig gut. Heute ist Tag der kaputten Lager. Was willst du denn jetzt da machen? Was? Ich will das rauskriegen, aber es bleibt stecken, das Band. Aber ich wehre mich auch, wenn ich jeden verkloppen kann. Die, die nicht die Ohren gehen wollten. Ich bin aufgeregt. Ha! Nee, mach ich immer nicht. So, heute ist Tag der Hinterachsen auf alle Fälle. Hier ist jetzt schon das vierte Rad oder so, was hier mit einem lockeren Konus kommt. Aber hier ist Lohe nicht nur locker, sondern das hat sich wahrscheinlich geerdet. Schauen wir mal gleich. Nach dem Ausbau wissen wir jetzt mehr.
Der Kollege meinte irgendwie, die Achse ist gebrochen da drinnen, aber da ist so keine Achse gebrochen, überhaupt nicht. Und ist sogar eine nagelneue Achse drin, wie es aussieht. Nur irgendwie haben sie irgendwas haben sie falsch gemacht am Lager oder so. Mit dem Lager, da stimmt irgendwas nicht. Also hier ist nagelneu Fett drin auch. Also sieht jetzt ein bisschen schwarz aus natürlich, aber da ist auch, man sieht das gerade nachgefettet, oder? Das ist mir unbegreiflich. Vielleicht ist die Narbe durchgebrochen. Ha, ja. Die Narbenhülse ist durchgebrochen. Hier. Da wurde zwar eine neue Achse eingebaut, mit Fett und allem drum und dran, aber die Narbenhülse ist nach innen durchgebrochen. Also das Ding ist durch. Die sind kaputt. Da ist doch nichts mehr zu löten. Achse ist okay, aber das hat es hinter sich. Und hier sieht man noch Nagelneutfett, ist das hier. Deswegen sage ich manchmal halt zu den Leuten, du, lohnt sich nicht mehr eine neue Achse einzubauen, weil Papa, das war's. Ja. Ich habe zu der 5 und bis zu der 0 geschafft. Erst die 5, dann die 0 geschafft halt bei dem Rad dort. 50. Jetzt Mutti. Hast du das noch eingebaut? Ja, das habe ich noch angebaut. Dann kannst du die Sachen abstellen, wenn du zu viele hast. Nee, das geht um die Papiersachen. Ich habe ja nicht für Papierkram. Ich hasse ja Papierkram. Aber jetzt habe ich irgendwas. Halt, wo du etwas reinschreiben musst. Genau, ich muss ja was aufschreiben. Oh, schönes türkises Band, Papa. So, das brauchen wir. Papa. Und das ist auch dann für morgen. Naja, gut, da kann ich jetzt leider nichts machen an dem Ding. Das ist einfach schlicht und ergreifend Schrott. Ja, das ist das. Gucken wir mal, ob wir so ein Hinterrad da haben. Ein TB-Schraub ganz Hinterrad. Ey, herrlich, der ist halt Vorderräder. Ja, den kleinsten, war. So, jetzt schau ich mal, ob ich so weit eine neue da habe. Gebraucht habe ich es nicht. Aber neu könnt ihr sein. Schraubkranz. Forget it. Ja, ein richtig gut habe ich es da. BMX. Und eine Hope habe ich da. Das wird so wohl nicht bezahlen wollen. 26 Zoll Vorderrad, da haben wir wieder ein Vorderrad. Das ist Kassette schon. Hinterradkassette. Das ist Kassette. Hey, so was Billiges habe ich nicht da. Das muss ich bestellen. Muss ich leider ordern. Ja, so ist es halt. Dann order ich das eben. Oh Mann, Eddie. Die Fliegen sind hier drin. So eine Fliegenbänder bräuchte ich. Aber schaut mal, wie schön das jetzt hier aussieht, oder? Den Licht, meine neue Lampe hier für die Küche in einer anderen Wohnung. Wenn das eine Küche wird, weiß ich gar nicht. Vielleicht wird es ja auch ein Zimmerchen. Na, mal sehen, was man da mal draus macht. Gut, dann würde ich mal sagen, ist das alles vorbereitet und das war's für heute dann auch, weil das ist dann für morgen für Achim. Ja, der ist ja dann nochmal da, da kommt noch eine Bestellung dann und da ist dann auch so ein Laufrad bei. Mein zweites, weil ich hoffe, sich die Wände hier gebraucht. Und dann noch mehr, weil ich habe ja hier irgendwie einen Haufen. Warum ist das? Jetzt wasche ich mir die Pfoten und würde mal sagen, mach gleich Feierabend. Also sehen wir uns morgen wieder, macht der Typ, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Aber was macht schon?
schon Feierabend? Ich habe noch gar nicht, trainiert. Ah, nee, ich mache jetzt Feierabend mit der Kamera. Weil jetzt kein Auftrag mehr da ist und weil ich jetzt fertig bin hier mit den Aufnahmen. Deswegen mache ich Feierabend mit der Kamera. Also, bis dann. Ciao.